Mein Name ist Vivien Schermberg und ich bin Dekanin für den Bereich Prävention und Gesundheitsförderung bei der Apollon-Hochschule und verantworte dort die beiden Studiengänge Gesundheitstourismus und Präventionsmanagement. Sie konzipieren gerade einen neuen Studiengang zum Thema Präventionsmanagement. Warum ist das Thema wichtig? Mehr als 70% der gesamten Krankheitskosten und mehr als 70-80% des gesamten Krankheits- und Sterbegeschehens gehen auf ein paar wenige chronisch degenerative Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes, Asthma, koronare Herzerkrankungen und mit dem größten Zuwachs die psychischen Erkrankungen. Und diese Krankheiten sind nicht nur mit extremem Leid verbunden für die Betroffenen, sondern verursachen auch einen enormen volkswirtschaftlichen Schaden. Der Bedarf nimmt zu aus zwei Gründen. Punkt eins, einmal das Thema demografische Entwicklung. Und aus dem zweiten Grund, wir haben beunruhigende Befunde bei Kindern und Jugendlichen aufgrund von einer Zunahme an Übergewichtigen, aufgrund Bewegungs- und Ernährungsmangel. Und das sind beides zwei Gründe, die letztendlich dafür sprechen, dass der Bedarf an Experten im Bereich Prävention und Gesundheitsförderung zunimmt. Worum geht es beim Präventionsmanagement? Es gibt jetzt neueste Studien, die davon ausgehen, dass die jüngere Generation früher sterben könnte als ihre Eltern. Hier gibt es große Unterschiede in den Schichten. Menschen mit geringem Einkommen, geringer Bildung und schlechter beruflichen Stellung haben nicht nur ein schlechteres Gesundheitsverhalten, sondern sie haben ein doppelt so hohes Risiko an chronischen Krankheiten zu erleiden. Die Krankheiten manifestieren sich in der Regel 4 Jahre früher und diese Menschen sterben 10 Jahre früher als Menschen aus höheren Schichten. Bei Männern etwas mehr, bei Frauen etwas weniger. Was sagt das aus, dass letztendlich, wenn man vernünftige Präventionskampagnen durchführen muss, dann möchte, dann muss man auf spezifische Aspekte achten. Denn es gibt große Unterschiede im Bereich Alter, Geschlecht, Schicht, Krankheitsrisiko, aber auch überhaupt dem Krankheitsbild. Insofern ist es wichtig, darauf einzugehen und zu gucken, wie kann ich bestimmte Zielgruppen erreichen und wie kann ich letztendlich diese Zielgruppen mit vernünftigen, nachhaltigen Maßnahmen, Strategien dazu bewegen, dauerhaft ihr Verhalten zu ändern. Welche Zielgruppe möchten Sie für den Studiengang gewinnen? Interessant ist der Studiengang nicht nur für Menschen, die in Krankenkassen oder Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und so weiter bei Behörden arbeiten, sondern letztendlich für alle, die in sogenannten gesundheitsbezogenen Lebenswelten, sogenannten Settings arbeiten, wie Kindergärten, Schulen oder auch Betrieben, betriebliche Gesundheitsförderung. Außerdem wird noch der Studiengang Bachelor Gesundheitstourismus angeboten. Was muss ich mir unter Gesundheitstourismus vorstellen? Wir haben hier zwei Bereiche. Einmal den neuen Gesundheitstourismus, das ist der Bereich Spa und Wellness. Und einmal den traditionellen Bereich, das ist Kur und Reha. In beiden Feldern ist ein Wachstum zu verzeichnen, allein aufgrund der demografischen Entwicklung und der Zunahme an altersspezifischen Erkrankungen, die ich ja eben schon genannt habe. Und auch hier ist es wichtig, entsprechend auf die Bedürfnisse der Klientel einzugehen. Und daher gibt es spezifische Module, wie zum Beispiel Geografie, Medizin etc., die dies in diesem Wachstummarkt vermitteln. Für wen eignet sich dieser neuartige Fernstudiengang? Dieser Studiengang ist letztendlich für alle interessant, die entweder schon im Tourismus selber arbeiten, wie zum Beispiel Reiseverkehrskaufleute etc., oder für Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten und sich jetzt auf diesen Wachstumsmarkt Gesundheitstourismus konzentrieren möchten in Zukunft.